herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben Peter Andres mit dem Vita-Chip schon mal da gehabt und wir haben heute noch einen Doktor da, Dr. Rainer Schneider, weil wir heute mal wirklich ein bisschen ernster auf nachfragen wollen, denn glauben kann man ja immer, dass so ein Chip jetzt irgendwie Elektrosmog harmonisiert oder was auch immer. Kann man das auch nachweisen? Und da gibt es eben ein Institut, das im Moment da gerade auch in der Schmerzforschung Untersuchungen macht. Deswegen ist ja Rainer da. Aber Peter, noch mal kurz eine Vorstellung. Vita-Chip, können wir hier vielleicht mal zeigen, ja, ist etwas, ist so ein kleines Ding, das kann man auf sein Smartphone oder auch auf einen alten Knochen draufkleben. Hm? Macht im Prinzip was? Wir haben von unseren Kunden unglaubliche Rückmeldungen bekommen. Rückenschmerzen, Menstruationsprobleme, Kopfschmerzen, Migräne, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen. Und ich bekomme täglich eben Schreiben, E-Mails, Anrufe, was der Vita-Chip alles kann. Und ich habe selbst nicht geglaubt, habe gesagt, kann das sein, ja, dass die Leute alle solche Erfahrungen machen oder machen die nur Gefälligkeitsletter? Hm. Und dann bin ich auf Dr. Rainer Schneider gestoßen und habe ihn gebeten, einfach mal eine wissenschaftliche Studie zu machen. Also er hat ein Institut, RECON? RECON Research and Consulting. Ja. Ja. Das ist im Wesentlichen eigentlich ein Ein-Mann-Betrieb. Ja, ich komme ursprünglich aus der Forschung, aus der klinischen Forschung, aus der Evaluationsforschung, habe lange Zeit alternative Heilmethoden beforscht und habe mich seit 7 Jahren, bin ich jetzt selbstständig, habe mich selbstständig gemacht, interessiere mich insbesondere für Wirksamkeitsprüfungen, also das, was man in klinischen Prüfungen normalerweise macht. Und mein besonderes Interesse gilt dem Placebo-Effekt. Also mich interessiert, was ist bei einer bestimmten Maßnahme, bei einer bestimmten Therapie eigentlich Kopf und was ist die tatsächliche spezifische Wirkung? Und tatsächlich ist das ja doch scheinbar sehr mächtig. Also es gibt ja ganz viele Placebos, die wirken. Es gibt sogar Placebo-Operationen, die gar nicht gemacht werden und tatsächlich eine Wirkung haben. Ja, ist das kleiner Einwand, ja, an der Stelle. Placebos wirken nicht. Das ist definitorisch unmöglich. Placebo heißt ja, ich werde gefallen. Mhm. Also eine Placebo-Substanz ist eine Nullsubstanz, die kann keine Wirkung haben. Aber die Gabe eines Placebos, also die Bedeutung der Gabe, das wiederum kann natürlich einen Effekt machen. Ja. Erwartung, Suggestion, Hoffnung, Lernerfahrung. Also wenn ich glaube, mein Arzt ist gut, der verschreibt mir jetzt was gegen meine Schmerzen, dem vertraue ich. Richtig. Und da ist gar nichts drin in dem Medikament. Typisches Beispiel, ich gehe zum Arzt, habe eine Grippe, viral verursacht, der gibt mir ein Antibiotikum und es wirkt. Antibiotikum, Virus. Ja. Hat nichts miteinander zu tun. Ja, okay. Placebo-Wirkung. Also tatsächlich die Erwartung und die Glauben ist schon eine mächtige Sache. Das ist sehr mächtig. Man weiß bei Analgetika, also bei Schmerzmitteln beispielsweise, dass wenn man die versteckt verabreicht, die tatsächliche Wirkung um 75% sinkt. Mhm. Das heißt, anders ausgedrückt, 75% ist Psychologie. Ja. 25% ist das Schmerzmittel. So. Wie ist das jetzt hier? Wie gehst du dran mit dem Vita-Chip? Also Peter Andres ist zu dir gekommen, hat gesagt, willst du das untersuchen? Bist du dann erstmal ergebnisoffen oder denkst du, ich muss ja jetzt ich werde ja dafür bezahlt, da muss ich ja mal gut. Ja, ich werde natürlich dafür bezahlt, aber der Deal ist ganz klar, was rauskommt, wird veröffentlicht. Egal, ob positiv. Egal, was rauskommt. Ja. Und das, was wir jetzt hier beforscht haben, ist eingereicht zur Publikation. In diesem Fall war es sehr positiv. Also das Risiko, das Peter einging, hat sich wirklich gelohnt. Hätte natürlich aber auch anders sein können, das ist ganz klar. In dem Fall haben wir uns für Schmerzen entschieden, was ebenfalls ein sehr weitreichendes und daher auch problematisches Feld ist. Mhm. Weil Peter gesagt hat, so ganz nonchalant, mach mal egal, was kommt. Wir nehmen alles vom Knieschmerz bis zur Migräne. Und dann habe ich gesagt, okay, ist dein Risiko, machen wir das. Aber das ist ja, Peter, interessant eigentlich, dass diese Wirkung auf Schmerzen mit dem Vita-Chip eigentlich erst herausgestellt hat, weil eigentlich ja die Grundidee ist ja jetzt Elektrosmog am Handy zu reduzieren. Und da hat man ja nicht unbedingt jetzt Schmerzen durch. Das ist ja sehr subtil auch, was Elektrosmog bewirkt. Aber die Wirkung auf Schmerzen ist offenbar etwas, was du am häufigsten als Rückmeldung bekommst. Das waren die Rückmeldungen. Das hat mich eben
sehr beeindruckt, dass ich gesagt habe, Moment, die Schmerzen gehen weg. Ich hatte zum Beispiel eine Frau, die hat mich angerufen, die hat eine OP gehabt, einmal den Bauch hier aufgeschnitten, so ein T, ganz durch. Und dann hat die mehrere Vita-Chips in den Verband eingearbeitet und nach 3 Tagen konnte die wieder gehen. Unglaublich. Ja, und dann, wie gesagt, sind das Gefälligkeiten, sind das nur... Auf die Idee muss man erst mal kommen, ne? Eben, ja. Weil ich denke, wir haben es jetzt gezeigt, aufs Handy drauf, nicht auf dem Verband vom... Das ist ja, steht ja nicht in der Arbeitsplatzbeschreibung des Vita-Chips sozusagen. Nee, aber sie hat das Tolle, Leute, die experimentieren damit. Unsere Kunden experimentieren damit und kommen zu uns zurück. Es wird geführt, ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt mir ist es egal, wir wollen alles testen. Dr. Schneider sagt, lieber nur ein Thema. Und ich habe gesagt, nee, wir machen alles. Aber es ist ja aufwendig. Du musst ja dann erstmal, wie geht man denn da ran? Rainer, hat man dann schon, sucht man sich dann jetzt Leute, die Schmerzen haben für diese Untersuchung oder wie? Also ich arbeite zunächst das Studiendesign aus. Wir haben 2 ganz unterschiedliche Studien gemacht. Ich habe natürlich einen gewissen Probandenpool aufgrund der vielen Studien, die ich schon gemacht habe. Die kann man anschreiben. Ich meine, wer hat heutzutage keinen Schmerz? Das ist ja ein Thema, das immer größer wird. Ja. Wir haben spezifisch Leute mit chronischem Schmerz oder wiederkehrendem Schmerz gesucht. Ich habe dann auch inseriert. Die Leute melden sich dann. Es gibt dann Einschlusskriterien, die erfüllen müssen. Wenn die erfüllt sind, werden die aufgenommen. Und dann geht es sozusagen los. In der ersten Studie haben wir die Leute getestet, einmal in der Phase mit Chip und ohne Chip. Die haben wir also ihre eigene Kontrolle. Man hat also sozusagen den Schmerz, die Wirkung des Vita-Chips mit dem natürlichen Schmerzverlauf getestet. Und in der zweiten Studie haben wir dann 2 Gruppen gehabt. Die eine Gruppe hat den tatsächlichen Vita-Chip benutzt und die andere Gruppe hat ein sogenanntes Pseudo-Placebo benutzt. Also auch etwas, was aussieht wie ein Vita-Chip, aber im Grunde nur Plastik. Der gleiche Vita-Chip ohne Information. Ja, okay. Ohne Information. Das war nicht 100% ein Placebo, weil die Mineralien konnten wir nicht runternehmen. Also so ein Mittelding. Also nochmal, der Vita-Chip wird ja nochmal, es sind erstmal Mineralien drin, also die Substanz hatten schon eine Wirkung, aber dann kommen noch Informationen drauf. Das haben wir in der letzten Sendung ja auch gezeigt. Da erinnerst du dich, die Musikkassette. Die werden die aufgespielt. Musik, ja. Also dadurch entsteht eben auch diese spezielle Wirkung und ihr habt das also einmal ohne, einmal mitgetestet. Wie muss man sich das vorstellen? Also wenn jemand Schmerzen hat, das ist ja immer schwer, das jetzt zu beziffern. Gibt es dann so, dass man sagt, auf einer Skala von 0 bis 10, wie fühlt sich dein Schmerz jetzt an? Ja, also ich habe einen Schmerzfragebogen entwickelt, ein Schmerzprotokoll, ein standardisiertes. Wir haben getestet die Schmerzintensität, den Rückgang. Wir haben getestet den Onset des Schmerzes, also die Zeit, bis der Schmerzwirkung einsetzt, die Gesamtdauer des Schmerzes und das Wohlbefinden. Standardisiert, das haben die Leute ausgefüllt, immer am Tag des Schmerzes. Wann taucht der Schmerz auf? Und dann haben die sofort das Protokoll gemacht. Und dann kann man ganz einfach vergleichen. Das ist relativ simple Statistik eigentlich. Was war denn da das Resultat? Was wir rausbekommen haben, hat mich ehrlich gesagt sehr verblüfft. Also die Effekte, die waren sehr groß. Die sind vergleichbar, wenn nicht besser, als manches, was man in Schmerzstudien mit Medikamenten findet. Also um das mal ganz einfach darzustellen, die Leute hatten im Schnitt einen Schmerz von stark und der ging innerhalb kurzer Zeit, weniger als eine Stunde, zurück auf gering. Und das ist eine ganz klare Steigerung der Lebensqualität. Ja. Außerdem ging die Gesamtdauer der Schmerzen zurück um mindestens eine Stunde und mehr. Die Wirkung, bis das Medikament eintrat, ging zurück um mehr als 50% und das Wohlbefinden ging ebenfalls deutlich nach oben. Also insgesamt haben die Leute, auch wenn sie teilweise skeptisch waren, sehr positiv auf diesen Vita-Chip reagiert. Muss aber dazu sagen, nicht alle. Es gibt wie in anderen Bereichen auch immer sogenannte Non-Responder, Leute, die nicht reagieren. Diese Rate lag bei 20%, ist aber relativ gering. Ist das generell so, du hast ja auch andere Forschung gemacht und wir haben ja drüber gesprochen, es hat eben mit der Erwartungshaltung zu tun. Wenn ich jetzt also die Erwartung habe, der Vita-Chip,
Quatsch, kann ja gar nicht. Und probiere den dann aus. Ist das dann schon alleine, weil ich diese negative Erwartungshaltung habe? Ist aber ein gewisser Prozentsatz? Nee, in dem Fall haben wir es noch ein bisschen aufgedröselt in der zweiten Studie. Das hat mit dem Placebo-Wirkung oder generell mit den unspezifischen Effekten, das ist mehr als nur Placebo-Wirkung, nichts zu tun. Das hat wahrscheinlich was mit dem individuellen Schmerzen zu tun, wie der verursacht ist. Und Schmerz ist nicht gleich Schmerz. Ja, ja. Das ist bei jedem Mensch was anderes. Wir konnten zeigen in der zweiten Studie, das hat mich wirklich auch sehr verblüfft, dass der eigentliche spezifische Anteil des Vita-Chips 61% war und der unspezifische, das was eben Placebo-Wirkung ist, 31. Das heißt, der Wirkanteil war 150%. Und das ist schon... Hatte ich selber, hast das gesagt, hat mich verblüfft. Ja. Und wie gesagt, die Arbeit ist eingereicht und jetzt kommt natürlich auch Rückmeldungen von den Gutachtern, die glauben das nicht. Die sagen, du hast da irgendwo... Ja, also erstens mal ist es ohnehin dubios sowas, ja, aber wobei Informationsmedizin kommt, auch in den Mainstream. Ja, klar. Aber die sagen, das ist ungewöhnlich, ja, sehr ungewöhnlich. Jetzt sage ich auch ganz klar, das sind erst zwei Studien. Da kann natürlich noch vieles passieren. Würden wir noch mal drei oder vier machen, könnten da auch deutlich schlechtere Effekte rauskommen. Aber das ist jetzt der Punkt, an dem wir stehen und wo ich sage, okay, ich war skeptisch, ich bin immer noch teilweise skeptisch, aber das ist auf jeden Fall hochinteressant, was da passiert. Das ist auf alle Fälle jetzt nicht eine reine Sache, wo man sagen kann, ja, das ist ein bisschen besser, aber kann auch durch eine gewisse Fluktuation in den Befragungen, kann das ja, ist schon mehr als Zufall. Es gibt immer Messfehler, das ist klar. Die Studie war auch nicht riesengroß. Hm. Ja, das sind ja auch klare Beschränkungen, die wir haben. Wir haben keine 1000 Leute getestet. Aber ja, darf man fragen, wie viele? Ja. Die ersten Studie waren 20, wobei das Crossover war, das muss man multiplizieren mal 2. Hm. In der zweiten Studie waren es 40. Hm. Das ist aber jetzt für so eine Studie nichts Ungewöhnliches. Yes. Aber das ist ja schon was Aussagekräftiges. Das ist was Aussagekräftiges. Wie gesagt, ich habe Effektstärken berechnet und Effektstärken sind sowieso sehr aussagekräftig und die waren jenseits. Hm. Die waren wirklich jenseits. Und jetzt ist halt der Punkt, was kann der noch alles, dieser Vita-Chip? Das ist wirklich sehr spannend. Die Berichte gehen wirklich von Auflegen, innerhalb von 5 Minuten ist der Schmerz weg, bis hin zu Auflegen und ja, okay, so nach einer Stunde ist er einigermaßen zurückgegangen. Das sind die Unterschiede wirklich sehr groß, aber im Schnitt ist dieser Effekt sehr, sehr, sehr groß. Peter, das ist ja nun was anderes eigentlich als die klassische Anwendung, nämlich das aufs Handy zu packen. Also, dass ich wirklich den Vita-Chip jetzt nehme, wenn ich irgendwo Schmerzen habe. Was weiß ich, Knie, ich packe den da drauf oder wie? Ich habe letzte Woche, kriege ich von einem Kunden aus der Schweiz, sagt, der Vita-Chip ist genial. Ich habe den Finger verstaucht und hat einen Verband drum und hat den Vita-Chip gebogen, dass er am Finger passt und hat den da reingemacht in seinen Verband und hat mir die Bilder geschickt. Mhm. Ja. Und sagt, weg, der hat sich beim Tennis spielen, hat er eine Sehnenzerrung geholt, hat den Vita-Chip mit dem Pflaster draufgeklebt und hat hervorragende Ergebnisse gehabt. Sagt, innerhalb 2 Tagen waren die Schmerzen weg. Er hätte früher, wenn er solche Verletzungen hatte, hätte er 2 oder 3 Wochen nicht Tennis gespielt. Hier hat er nach 2 Tagen wieder Tennis gespielt. Und so, wie ich da vielleicht ganz kurz mal einhaken darf. Wir haben natürlich ein bestimmtes Protokoll an uns ausgedacht für die Studie und das sah vor, dass man 2 Vita-Chips benutzte. Ja. Ein Vita-Chip auf das Handy, dieses Handy dann auf den Schmerzpunkt und den zweiten Chip als Referenzpunkt in Körpermitte. Mhm. Also als Beispiel, Schmerzen am Ellbogen, hier das Handy und der Referenzchip da hinten im Nacken. Also wir hatten ja in der letzten Sendung ja auch schon mal dargestellt, also wenn man früher gesagt hat, Handy ist schädlich durch den Elektrosmog, wird es durch den Vita-Chip tatsächlich sozusagen positiv. Also es hat nicht eine neutrale Wirkung, sondern sogar eine positive. Ist das auch etwas, was man, ich meine, das ist ja eigentlich nicht zu glauben, sage ich mal. Nein, das ist nicht zu glauben, es ist tatsächlich verrückt. Aber es ist jetzt letztendlich auch nicht wirklich so neu, wenn man sich mal die wissenschaftliche Literatur anschaut, dann wurden solche Effekte ja schon bereits 1900 untersucht und es geht dann ja auch weiter, die Namen sind ja bekannt, Tesla, Pop und so weiter. Mhm. Gut, Handys gab es damals noch nicht. Handy gab es noch nicht, das ist schon klar. Der Punkt, warum, das habe ich auch nicht wirklich richtig verstanden, also eigentlich funktioniert der Vita-Chip als Standalone. Ich könnte den nehmen und bei mir tragen und es sollte eigentlich auch eine Wirkung entfalten.
Aber durch dieses Magnetfeld des Handys wird das eben als Trägerfrequenz verstärkt. Und das ist natürlich dann eigentlich eine ziemlich elegante Angelegenheit, dass man ein Handy dann auch auf diese Art und Weise nutzen kann. Eigentlich ungewöhnlich und nicht zu erwartet. Ja. Man erwartet ja erstmal, gut, das harmonisiert die negative Strahlung, aber das ist dann tatsächlich noch das Magnetfeld, wie du sagst, des Handys nutzt, um eine positive Strahlung zu verbreiten. Wir brauchen, der Vita-Chip selbst hat ja wenig Energie, der geht nur in Resonanz mit dem Körper und als Verstärker brauchen wir das Magnetfeld. Wir sitzen hier jetzt in dem Magnetfeld von diesem Handy und wir werden jetzt auch mit den Informationen von dem Vita-Chip bestrahlt. Gibt es da verschiedene Handy-Typen, die jetzt geeignet sind? Oder ist Nein, jedes ist egal? Elektronische Gerät, das ist nicht nur ein Handy. Also ich kann jetzt auch einen MP3-Player oder sonst was hinlegen? MP3, dann Fernseher. WLAN, TV, die digitalen Fernseher. Decktelefon. Das ist ja auch etwas, was ganz viele gar nicht wissen, dass eben so ein schnurloses Telefon eben auch im Grunde keine positive Strahlung hat, sondern dass man vielleicht dann irgendwann Schlaflosigkeit oder Schlafprobleme hat. Als Anekdote ist vielleicht ganz witzig zu erzählen, dass manche Leute der Studie dann auch schon wieder Schwierigkeiten hatten, das nach dem Protokoll anzuwenden, weil sie einfach Angst hatten, sich damit was Schlechtes zu tun, weil das Bewusstsein wächst ja. Die Leute wissen, okay, ich habe ein Handy, ich brauche ein Handy, es geht nicht mehr ohne, aber eigentlich habe ich doch langsam so meine Zweifel, ob das wirklich so gut ist, wenn ich das ständig in der Hand halte. Also die dann das lieber schon nachts ausschalten? Genau, jetzt kommen wir und sagen, leg mal auf. Ja. Wir haben gesagt, nur für eine Stunde. Wir haben übrigens eine Wirkung bis zu 8 Stunden festgestellt. So lange wurde protokolliert und der Effekt ist angewachsen. Also eine Stunde Einwirkung und die Wirkung hält auch, wenn man es schon weg hat, nochmal 8 Stunden. Tatsächlich an, ja. Also die Leute reagieren nicht gleich innerhalb einer Stunde, die meisten schon. Dort, wo sie später reagieren, kommt das mit Verzögerung und der Effekt wächst tatsächlich an. Also das ist was sehr Ungewöhnliches, also man würde normalerweise erwarten, okay, das legst du auf, dann passiert was und wenn du es wieder weglegst, dann ist das sozusagen weg. Nee, so ist es tatsächlich nicht. Also jetzt so eine Empfehlung zu sagen, nachts Router aus oder Decktelefon, nachts abschalten wenigstens, damit man besser schläft, ist jetzt gar nicht mehr angesagt. Nee, das ist nur die halbe Miete. Bei mir in meinem Büro habe ich 15 WLANs von den Nachbarn. Ich habe viele Kunden, die sagen, ich habe kein Handy, ein Router gibt es bei mir nicht. Und dann sage ich, ja, guck mal mit dem Smartphone, wie viele andere von dir reinstrahlen. Ja. Ja, von den Nachbarn. Ist der Nachbar jetzt hier. Eben. Ja. So, deshalb bin ich heute der Meinung, es ist besser, einen WLAN-Router zu haben und da einen Vita-Chip drauf zu haben, dann bekomme ich einfach harmonische Signale. Und der beeinflusst dann vielleicht meine Nachbarn noch mit, oder was? Ja, gut, dann kannst du was ganz Gutes machen, dass du eben bei den Nachbarn, ich habe meinen Nachbarn einen geschenkt. Ich habe gesagt, hier, machen Sie bitte mal drauf, weil der strahlt direkt in mein Schlafzimmer. Kann man ja sehen, mit dem Smartphone gehst du durch. Ja. Und ja. Rainer, erzähl noch mal was aus der Studie. Ich meine, da sind natürlich jetzt erstmal die harten Fakten, beziehungsweise man versucht es ja wirklich sicherlich so sachlich wie möglich und jetzt nicht so das vom Eindrücken. Kannst nicht tun, ja. Man will es ja wirklich spezifizieren und Zahlen haben, Statistiken haben. Aber gibt es da jetzt auch bei den Probanden Leute bei, die gesagt haben, Mensch, toll, dass ich die Studie mitgemacht habe, Mensch, ich hatte vorher dauernd Schmerzen, die sind jetzt weg? Oder gibt es da irgendwie so auch Ereignisse? Oder? Ja, die gibt es natürlich. Ich weiß ja nur, was die Versuchsleiterin mir rückmeldet. Ich habe ja mit den Probanden direkt keinen Kontakt. Es ist natürlich eine quantitative Studie, das heißt, wir gucken uns Durchschnittswerte an, aber wir kriegen natürlich Rückmeldungen von den Leuten. Ja. Ein beeindruckendes Beispiel war eine ältere Dame über 70, die seit 15 Jahren Rückenschmerzen hatte. Die hat den Vita-Chip eine Woche aufgelegt nach dem Schmerzprotokoll und ist bis heute schmerzfrei. Benutzt den auch weiter oder wirkt das noch nach? Nein, benutzt den gar nicht weiter. Aha. Die ist schmerzfrei. Und dann gibt es andere, die haben Schmerzen, der kommt auch immer wieder, aber sie legen eben dann das Handy auf nach diesem Protokoll und der Schmerz geht weg. Die wissen ganz einfach, okay, wenn es kommt, dann wende ich das an und dann ist es gut. Und das ist jetzt für mich natürlich als Kliniker interessant, weil es gab gerade auch eine Studie raus in einer renommierten Zeitschrift, dass
oft, ja, das von den meisten bekannte, das meisten Leuten bekannte Schmerzmittel Paracetamol, was als eins der sichersten galt, doch ganz, ganz massive Nebenwirkungen hat. Und wir wissen ja auch, in Deutschland werden ja Schmerzmittel eingeworfen ohne Ende. Ja. Und wiederkehrende chronische Schmerzen ist ein Riesenthema. Ja. Also ich glaube, es sind 20 Millionen Menschen in Deutschland, die an chronischen Schmerzen leiden. Und davon sind, glaube ich, 60% im Bereich des Rückens. So, und wenn du jetzt regelmäßig Schmerzmittel nimmst als deine persönliche Wahl des Pain Management, also des Schmerzmanagement, dann gehst du doch Risiken ein, die du vielleicht so unterschätzt hast. Und jetzt kommt da so ein Vita-Chip. Ja, wir konnten bis heute keine Nebenwirkungen feststellen. Wobei, der Terminus Nebenwirkung ist eben ein blöder Terminus. Aber keine Wirkungen, die negativ sind, sondern klar, bei 20% passiert nicht viel, aber bei 80% passiert auf jeden Fall eine positive Wirkung. Mhm. Und das ist für mich eigentlich... Signifikant auf alle Fälle, ne? Ja, also signifikant, das mag ich nicht so, weil der Term ist ganz problematisch. Mhm. Aber wie gesagt, die Effektstärken sind sehr groß. Und es ist für mich eine echte Alternative im Bereich des Schmerzmanagements, wenn jemand sagt, okay, ich komme ohne mein Aspirin oder ohne mein Ibuprofen oder ohne mein Paracetamol einfach nicht aus. Mhm. Wobei ich hier keine Empfehlung aussprechen möchte. Klar. Ja. Da muss jeder Zuschauer. Aber das sind einfach, ich basiere jetzt einfach meine Aussage auf die Ergebnisse der Studien, und da wage ich mich jetzt auch gar nicht auf ein Terrain, wo ich jetzt ins Schleudern komme, sondern das sind die Fakten. Und im Vergleich zu einer Magenperforation oder einer irgendwelchen Nierenversagen, das aufgrund von langjährigem Schmerzmittelkonsum kommt, ist das, denke ich, auf jeden Fall eine gute Alternative. Du hast eben gesagt, der größte Teil der Schmerzen sind Rückenschmerzen. Da kann man natürlich auch empfehlen, also die meisten Menschen haben da einfach zu wenig Bewegung oder den Rücken nicht, die Muskulatur nicht gestärkt für ihr Körpergewicht. Ja und nein. Wir wissen, dass die Ätiologie der Schmerzen wirklich sehr mannigfaltig ist. Es ist nicht wirklich nur ein Mangel von Muskulatur oder ein Mangel von Fehlhaltung. Es sind auch teilweise psychologische oder psychische Probleme. Das Witzige ist ja, dass bei uns in der Studie zwar auch der Großteil tatsächlich Rückenschmerzen waren, aber wie gesagt, da war alles dabei. Mhm. Also da war das Knie dabei, da war der Menstruationsschmerz dabei, da war der Kopfschmerz. Mhm. Was man sich vorstellen kann, war da einfach dabei. Es scheint keinen Unterschied zu machen, was für ein Schmerz du hast. Also die haben natürlich nicht alles abgetestet, ist auch ganz klar. Ja. Aber von der großen Bandbreite können wir sagen, es macht keinen Unterschied. Also es wäre jetzt wirklich man kann natürlich keine Heilempfehlungen machen, das ist natürlich immer heikel, aber aus diesen Ergebnissen würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt Schmerzen hätte, ich habe zum Glück selten bis überhaupt keine, das heißt für mich, ich habe den ja auch probiert, ich sag mal, ich merke jetzt nichts, ne? Das ist ja dann auch nicht überraschend, wenn ich jetzt keine Schmerzen habe. Und also wenn jetzt jemand sagt, ich merke es nicht, die Wirkung ist natürlich subtil, aber es macht trotzdem was, auch wenn ich es nicht merke. Aber wenn jemand Schmerzen hat, dann könnte er es ja ausprobieren. Kann er jetzt sagen, ich merke, es geht nicht weg, kann ich es dann irgendwie eventuell umtauschen oder zurückgeben? Ja, wir haben generell 90 Tage Rückgaberecht, 3 Monate Geld zurück. Das ist ja eine lange Zeit. Da kann jemand wirklich sagen, ich probiere das jetzt mal über einen Zeitraum. Das ziehen wir durch. Mhm. Und da haben wir Rückläufer. Knapp 1000 kommt einer zurück. Mhm. Und damit können wir leben. Ja. Und aber das Angebot steht wirklich. Das Angebot steht immer. Sonst berufen Sie sich auch bewusst TV-Ärzte. Ja. Also das ist also für euch auch gar kein Problem, dass das Nein. so viele sind. Wir wollen zufriedene Kunden haben. Und die es zurückschicken, sagen nur, ich merke nichts. Ja. Da gab's einen ganz tollen Rücksendung von einem Vita-Chip und sagte, ich merke nichts, außer dass mein Geldbeutel leerer geworden ist. Ja. Ja. Da habe ich ihn, in der Anfangszeit hatte ich die Leute noch angerufen, habe mit denen gesprochen und habe gesagt, schau, lies mal das Buch von Dr. Volkhammer, dann verstehst du es vielleicht. Und dann hat er sich bedankt und ja, wir gehen einen positiven Weg. Naja, also absolut. Gut, wenn jetzt jemand meint, er braucht es nicht und er merkt nichts, muss man ja respektieren. Respektiert ihr auch. Ja. Aber was ja jetzt aus der Sendung hier ziemlich deutlich wird und eben auch aus deiner Forschung,
das speziell bei Schmerzen, das wirklich eine Empfehlung wäre, das mal zumindest auszuprobieren. Wenn man dann sagt, jetzt nach 3 Monaten, also was ihr da in der Sendung erzählt habt, auf mich trifft das nicht zu, kann natürlich passieren. Klar. Ist sogar wahrscheinlich. Also bei 20% sagst du, liegt das so etwa. Wobei wir sagen müssen, wir haben ja jeweils nur für eine Woche untersucht. Es kann ja auch sein, dass die Wirkung eben später eintritt. Ja. Ja. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig lang, so ein Untersuchungszeitraum von einer Woche. Aber aus meiner Erfahrung würde ich sagen, ja, es gibt immer einen bestimmten Prozentsatz von Menschen, da wird nichts passieren. Das ist überall so, in der gesamten klinischen Forschung, das ist nichts Ungewöhnliches. Und wenn Peter sagt, nö, kein Problem, die kriegen das zurück. Ja, wo ist das Problem? Ja, das sind wir auf jeden Fall durch. Ich war gestern auf der CeBIT gewesen und ich habe nie Kopfschmerzen. Ich weiß gar nicht, was das ist, ja. Nur auf der CeBIT, da ist so laut, so viel Elektrosmog, da Monitore überall. Und ich bin aus der Halle rausgegangen. Es war einfach so ein Schleier um meinen Kopf. Ja. Dann bin ich hingegangen, habe mein Handy genommen, habe es hinten in den Nacken reingesteckt. Und stehe so in der Sonne für ein paar Minuten, kommt ein Mann zu mir. Sie haben ja Handy da hinten, dass Sie es nicht verlieren, ne? Ja. Ja, und sagt, sieht es so gut? Und innerhalb von 3 Minuten war ich wie in den Alpen. Mhm. Das fährt das System runter. Macht Harmonie im Körper. Du hattest doch noch von einer anderen Messe im Vorgespräch erzählt, wo auch jemand war, der hatte irgendwie einen Stand, wo was das, gemessen wurde. Das war auch noch ein tolles Ergebnis. Ich war in Zürich auf der Lebenskraftmesse, gehe so durch und dann sehe ich eine Firma aus Dortmund, Schäfer Medizintechnik, die haben so ein Gerät, da legt man die Hände auf und dann kann man die Energiezentren messen, wie viel Energie und auch Aura-Bilder schießen. Und dann habe ich gesagt, das hat mich schon mal immer interessiert, können Sie das mal ausprobieren? War eine Heilpraktikerin da, die hat sich hingesetzt, hat das Handy, ihr Handy, auf den Schoß gelegt, hat die Hände drauf und hat durchgemessen. Und sage ich, gut, jetzt wechsel, jetzt nehmen wir meins mit dem Vita-Chip, haben das aufgelegt, 3 Minuten gemessen, dann sind die Energiezentren um 7% hochgefahren. Mhm. Dann sagte ich, ja gut. Jetzt behalten Sie das bitte eine Stunde bei sich. Ich gehe noch ein bisschen durch die Messe. Wenn es klingelt, lassen Sie es klingeln. So, und dann kam ich nach einer Stunde zurück und zufällig ging ein Kamerateam vorbei. Und dann sage ich, Sie, wir machen gerade hier einen Live-Test, wollen Sie filmen? Ich wusste nicht, was rauskommt. Ja. Und haben volles das Risiko, live gefilmt. Ja. Und so, dann ist auf YouTube zu sehen, auf unserem YouTube-Kanal. So haben die das live gefilmt. Und dann sagt der Messtechniker, ist unglaublich. Eine Stunde, sie hat nichts gemacht, keine Energiearbeit, sie haben mit der Maschine nicht behandelt, sie haben nichts gemacht und die Energiezentren sind um 14-16% angestiegen. Jetzt war noch verblüffend, im oberen Bereich hat sie 75% gehabt, im unteren Bereich ganz schwach, im 40-50 Bereich. Und da sind sie 14-16% hochgefahren. Seine Worte waren, das ist unglaublich, ohne was gemacht zu haben, 16-17% die Energie hochgefahren und der Vita-Chip ist intelligent. Er sucht sich zuerst die Schwachstellen, füllt diese auf und dann geht er weiter. Das hat auch mich verblüfft. Ja. Das sind also Sachen, wo ihr selber gar nicht mit gerechnet habt. Ne? Ja. Und das ist alles live, das kann man auf YouTube sehen. Mhm. Ich glaube, das kann man erkennen, dass da... dass das echt ist, ja. Ja, also ich will das ja auch nochmal für uns sagen. Wir sind ja hier, wir wollen ja eben auch unsere Glaubwürdigkeit nicht verspielen, indem wir jetzt für Geld irgendwelche Sachen vorstellen, die nichts taugen. Also ich habe ja dieses Gespräch auch nochmal gesucht, weil ich eben auch da immer so, ja, kann man glauben oder nicht? Ich merke es wie gesagt nicht. Mhm. Aber das, was ihr jetzt da erforscht habt, wirklich in Studien und die Ergebnisse, das ist ja jetzt etwas, da kann man nicht sagen, naja, kann man glauben oder nicht, das ist ja wirklich schon wirklich gebissfest. Ne? Wie gesagt, die Studien, die sind ja jetzt in diesem Review-Prozess und die können auch eingesehen werden. Fachkollegen gucken sich das eben an und es ist nicht so, dass man sich irgendwas ausdenkt und das einfach publiziert. Ja, also der ganz Skeptische, der kann sich die dann auch besorgen oder dann meinetwegen mir auch eine E-Mail schreiben, ich schicke das dann auch gerne zu und dann kann man sich en Detail anschauen, genau in der Arbeit, was war die Methodik, was ist rausgekommen und in welchem Gesamtzusammenhang ist das überhaupt zu sehen.
Also schon sehr präzise nachvollziehbar und es wird irgendwann auch veröffentlicht, das dauert manchmal. Ja, das ist natürlich ein sehr langwieriger Prozess, weil wie gesagt, das gucken verschiedene Fachkollegen an, dann muss man unter Umständen wieder überarbeiten, der Prozess kann bis zu einem Jahr dauern, das ist halt leider so, aber eingereicht ist das Ding und es wird auch veröffentlicht. Ja, das ist ja Ziel und Zweck des Ganzen, das ist ja nicht nur einfach eine Spaßgeschichte, sondern das war auch der Deal, was rauskommt, wird veröffentlicht. Mhm. Und wenn du jetzt jemand hast, der sagt, ich merke nichts, sagst du dann, ja, muss man nicht? Oder sagst du, da passiert dennoch was, auch wenn du nichts merkst? Also ja. Weil das eben sehr subtil eben auch ja, subtil sein kann. Es gibt viele Menschen, die fühlen nichts, sie sind einfach nicht feinfühlig. Ein ganz kurzes Beispiel, wenn ich jetzt in Deutschland jemand frage und sage, nimm mal das Handy in die Hand und nimm mal deins und fühl mal, dann ist es so in der Regel eine halbe Minute. Ich merke nichts. Mhm. Ich habe letztens einen Inder kennengelernt und habe dem mein Handy in die Hand gegeben. Der saß 20 Minuten da. 20 Minuten und hat meditiert und hat es gefühlt, ist da reingegangen. Mhm. Dann sagt er, das fühlt sich ganz, ganz leicht an und das hier kribbelt. Und das eine war schwerer mit dem Vita-Chip und er hat gesagt, das fühlt sich leichter an, obwohl es physikalisch schwerer war. Also der ist unbefangener daran gegangen und wir hier im Westen, wir sind zu schnell bei der Hand zu sagen, ich merke nichts, also taugt es nichts und wirkt nicht. Oder? Ja, es wirkt bei jedem. Hm. Bei jedem kommt Harmonie im Körper. Die meisten oder viele Menschen fühlen es einfach nicht. Da wollte ich auch nochmal die spirituellen Leute, hochspirituelle Leute, nehmen meistens nur den Vita-Chip in die Hand und dann fühlen sie sofort, was ist das denn? Das ist ja so gut. Die hochspirituellen Leute, da wurden wir eben auch schon in die spirituelle Ecke gesendet und das ist es absolut nicht, außer dass die spirituellen Menschen das eben fühlen können. Ja. Der Normalo, der nicht meditiert und der kennt diese Sprache gar nicht, der kennt dieses Gefühl, diese Gefühle gar nicht, die so fein sind. Ja. Er nimmt sie zwar unbewusst wahr, aber bewusst eben nicht. Ja. Und da gehen die gar nicht da rein. Ja? Wenn ich ganz kurz Advocatus Diaboli sein darf und mal in die andere Ecke springe. Ja. Ich bin trotzdem bei den 20% der Leute, die sagen, ich spüre nichts. Das muss man auch akzeptieren. Muss man akzeptieren, ja. Wenn jemand den Zugang nicht hat und ich meine, das ist eine Frage von Introspektion, also Innenschau. Ja, wenn ich de facto nichts spüre, dann... Also ich akzeptiere das natürlich und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn ich sage, mein Schmerz geht nicht zurück, geht er nicht zurück. Das ist klar. Ja, wir sind natürlich in unserer Gesellschaft eigentlich auch sehr blockiert gegenüber diesen feinstofflichen Dingen. Das heißt, wir sind von klein auf erzogen, nur so das Handfeste das zu spüren. Und dass man mal so ganz, ganz sanft gucken, ist das kann man ja trainieren. Mhm. Gut, das würde ich auch gar nicht als esoterisch bezeichnen, weil es gibt eben Dinge, die sind da, obwohl wir sie nicht sehen können. Und das habt ihr ja eben in den Studien auch festgestellt, dass es eben etwas, was jetzt eigentlich wissenschaftlich schwer zu erklären ist, oder könnt ihr es erklären, das aber tatsächlich eine Wirkung hat. Ja, also ganz kurz noch zur Klärung. Ich habe mich in der Publikation, und das sage ich auch wirklich expressis verbis, dagegen ausgesprochen zu sagen, wie es wirkt. Hm. Ziel der Untersuchung war die Frage, ob es wirkt. Ja. Wie es funktioniert, da bin ich die falsche Adresse, das kann ich nicht sagen. Hm. Eine klinische Studie macht das, also in der Phase zumindest, macht es in der Regel nicht. Sondern es ging hier nur um die Frage, kommt bei den Leuten was an und wie groß ist der Effekt? Ja. Ja, mehr haben wir nicht gemacht. Und kannst du das erklären oder sagst du auch, das ist mir eigentlich nicht wichtig jetzt, wie es funktioniert, sondern einfach das Ergebnis, das spricht für sich selber? Das Ergebnis spricht für sich und ja. Also du kriegst ja die Rückmeldung auch ständig. Das sind ja jetzt keine Einzelfälle, sondern hast du wahrscheinlich... sehr viel solche Rückmeldungen. Täglich, ja. Absolut täglich. Und Schmerzen ist das Hauptthema, gibt es dann auch noch? Schlaflosigkeit, Angstzustände beim Fliegen. Auch nochmal ein Thema. Die Palette ist so lang, ja.
allgemeines Wohlbefinden, so das haben wir ja in der Studie das auch. Das kam ja in der Studie auch deutlich raus, das Wohlbefinden ist sofort angestiegen. Also die Leute fühlen sich energetischer, sie sind weniger müde, sie sind leistungsstärker. Das sind auch Faktoren, die wir abgetestet haben. Und das ist ja auch etwas sehr Verbreitetes heute in der Gesellschaft, dass die Menschen sich einfach nicht gut fühlen, ohne das jetzt genau zu beziffern zu können. Aber wir haben natürlich auch eine Menge Faktoren in der Welt. Wobei man da auch sagen muss, klar, wenn ich Schmerz habe und der Schmerz geht zurück, dann geht es mir natürlich auch besser. Ja, klar. Das ist korreliert miteinander. Ja. Das ist ganz klar. Aber gibt es auch welche, die jetzt keine Schmerzen haben, die trotzdem sagen, ich fühle mich einfach wohler mit dem Ding? Das in jedem Fall. Wir haben sehr, sehr viele Familien, die der Care About the Kids oder die Kinder, ja, und die installieren das Vita System 8, dass sie auf alle 8 oder in der Regel in einem Haushalt hat es 8 elektronische Geräte, TV, Decktelefon, WLAN, Computer, Laptop, Smartphone. Ich zeige das nochmal eben. Also das ist jetzt hier, das sind 8 solche Chips, die man dann in so einer Verpackung in dem Folder bekommt. Das ist für das Home oder fürs Office. Und die fühlen sich dann einfach wohler. Und da kommen dann auch Rückmeldungen. Selbst die Katze ist ruhiger geworden. Der Hund lächelt. Ja, Art. Okay. Es ist einfach ein harmonisches Klima. Also ein Non-Responder, das kann ich noch dazu sagen als Anekdote, ein Non-Responder hat gesagt, also bei mir ging der Schmerz nicht zurück, aber ich fühle mich ganz einfach sicher, wenn das Ding auf meinem Handy ist. Und deswegen lasse ich es dort auch. Ja. Okay, also ein weites Feld von möglichen Wirkungen, aber auf alle Fälle sind Wirkungen da und wenn es wirklich nicht ist, gibt man es einfach zurück. Aber du sagst, das passiert selten, sehr, kann man nicht viel falsch machen. Also ich finde das sehr spannend. Wie gesagt, es geht mir ja auch immer um die Glaubwürdigkeit von BewusstTV, dass ich hier nicht irgendwie Verkaufsshows mache. Da weigere ich mich und das machen wir auch nicht für Geld, also um das hier immer ganz deutlich zu sagen. Deswegen war es mir nochmal wichtig, dass wir dich da mit reingenommen haben und da wirklich jetzt harte Fakten haben sozusagen über etwas, was so hart nicht zu begreifen oder zu begründen ist, aber trotzdem auf einmal ganz deutlich wirkt. Also ich stehe ja übrigens auch mit Raycon, also mit Recon, mit meiner Firma. Da geht es mit einer ganz ähnlichen BewusstTV. Ich mache auch keine Werbung jetzt für VitaChip. Wie gesagt, wenn da das negativ gewesen wäre, das wäre nicht mein Problem gewesen. Ja, und du kannst ja auch leichter einen Ruf verlieren, wenn du so Gefälligkeitsstudien machst. Gibt es ja auch genügend, muss man auch sagen. Aber das ist spannend und wie gesagt, man kann eigentlich nichts falsch machen. Und wir haben jetzt hier speziell das Thema Schmerzen, was eben sehr verbreitet ist und sehr viel verbreiteter, als mir das zum Beispiel bewusst ist, weil ich eigentlich das selber nicht kenne. Aber ich höre es doch auch im Bekanntenkreis, sind ganz viele, die das eigentlich dann so eher so hinnehmen, dass sie halt mit den Schmerzen leben müssen oder dauernd irgendwelche. Das ging, glaube ich, sogar jetzt durch die Medien, dass sie ganz viele Medikamente nehmen, einfach so, um das allgemein empfinden und auch den Stress so zu bewältigen und Schmerzmittel, ganz klar, ganz viel genommen wird, mit ganz vielen Nebenwirkungen. Mhm. Und hier hätten wir eben diese Nebenwirkungen nicht, sondern... Bleibt noch ganz kurz Zeit für eine kleine Geschichte. Ja. Es gibt eine Studie, die noch nicht so alt ist, 2014 ist die rausgekommen, die hat gezeigt, dass Paracetamol keine bessere Wirkung hat als die Placebo-Wirkung. Mhm. Und das kann man jetzt mal gegenüberstellen der Wirkung des VitaChip. Also das ist eine signifikante bessere Wirkung als der Placebo-Effekt. Ja, das ist 150%. Gerade Placebo-Effekt hast du ja vorhin schon. Wie groß wäre der Placebo-Effekt jetzt? Der ist hier bei 31% ja. Und 69% ist das tatsächlich spezifische Wirkung. Mhm. Ja, und in dieser das großen, ist ja eindeutig. Das ist, da braucht man jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig viel dazufügen. Ja. Cool. Ja. Mir geht es um die Menschen, Wohlbefinden zu Hause in ihrem Leben. Ja. Das ist mein Antrieb. Okay, ich denke, wir haben angeregt und entscheiden kann es ja jeder selber. Ja. Man kann nicht viel falsch machen, außer dass das Portemonnaie ein bisschen, dass dann was ein 50er fehlt oder je nachdem, was man kauft. Das ist Good Investment. Das ist, und zur Not gibt man es halt zurück. Aber auch wenn man nicht konkret was merkt, es wirkt auf einer subtilen Ebene. Absolut. Ja. Ja. Also man kann sich die Zeit lassen, auch das auszuprobieren. Ich danke euch, dass ihr da wart. Das war mir nochmal ganz wichtig. Und vielen Dank, ihr beiden, Peter Andres und Dr. Rainer Schneider. Vielen Dank. Danke.